Viele nennen ihn den polnischen Steffen Müller. Marek Fis lebt seit 20 Jahren in Deutschland und seit 4 Jahren gehört er zu den bekanntesten Kabarettisten. Marek Fis bringt nicht nur das deutsche Publikum zum Lachen, sondern er engagiert sich auch für karitative Projekte. Der erfolgreichste polnische Komiker in Deutschland tritt mit eigenem Programm in vielen prominenten Comedy-Shows im deutschen Fernsehen auf. Er hat auch eine eigene Show, in dem deutsche Comedy-Stars auftreten und für einen guten Zweck werben. Aus Berlin berichtet Arkadiusz Huber. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Marek Fis, ich komme aus Ostrowiec Świętokrzyński Pomorski, am oku koło mego brzegu, na moim gnoju za okiem. Das ist kleiner Ort in Polen und viele wissen auch nicht, aber ich bin erster polnischer Comedian in Deutschland. Na gut, also der erste seit der letzten Deutschlandreise von Johannes Paul II. Meine Kindheit, die war nicht wirklich glücklich. Also mein Vater hat immer zu mir gesagt, Junge, du bist kein richtiger Pole. Du bist zu blöd zum Klauen und zu fett zum Weglaufen. Ja? Marek Fis ist ein szenischer Pseudonym. Dieser Nachname kann ja auch ein bisschen anders ausgesprochen werden. Nicht nur Fis, sondern Fies. Was ist das Fiese an der Person? Da hast du natürlich recht. Das Fiese an der Person, der Charakter hat viele Eigenschaften. Ich will mein Programm auch nennen jetzt Fies zum bitteren Ende. Er ist manchmal böse. Er ist böse, weil die Leute, die Marek sehen, eine falsche Vorstellung dessen haben, wie Polen sind, wie absurd Klischees sind. Und natürlich schießt er dann auch mal fies zurück. Dann woran liegt der Unterschied zwischen Wojciech Oleszczak und Marek Fis? Also erstens, ich würde nicht unbedingt privat so eine Hose tragen. Ja, und wenn, dann würde ich Unterwäsche drunter anziehen. Der Unterschied ist, Marek ist erstmal eine Kunstfigur, aber eine Kunstfigur, die aus meiner Erfahrung entstanden ist. Aus meiner Erfahrung in Deutschland, die ich hier gesammelt habe, während ich aufgewachsen bin, sprich die üblichen Polenwitze, das Rollen- und Klischeedenken einiger Menschen, Vorurteile, die ich quasi als Wojtek in die Figur Marek verarbeite. Aber natürlich ist das auch wie bei einem Roman viel, viel Wahres dran, aber natürlich auch einige Überspitzungen, damit die Sachen auch deutlicher werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass alle Polen katholisch sind, alle Polen saufen, alle Polen klauen, alle Polen sind Bauarbeiter. Ich bin kein guter Bauarbeiter, ich vertrage nicht so viel Wodka. Da hast du ein paar Punkte angesprochen, was im Programm vorkommen. Diese fiese Sachen, die dann multipliziert werden. Die Reaktionen sind klar zu sehen im Publikum, die Deutschen lachen. Wie ist es das für ein Gefühl, wenn du als Pole Deutsche über Polen lachen siehst, lachen hörst? Ja, das ist erstmal ein schönes Gefühl, in Menschen zum Lachen zu bringen. Ja, und in erster Linie möchte ich die Leute unterhalten. Aber ich weiß auch, dass es ein brisantes Thema ist, Deutsche und Polen. Unsere Geschichte ist sehr, sehr kompliziert. Und natürlich bewegt man sich da immer an einer Grenze. Ja, also manchmal überstritt man sie, manchmal bleibt man drin. Ich möchte in erster Linie Menschen unterhalten, aber auch zeigen, den Deutschen den Spiegel vorhalten, wie schief sie uns eigentlich sehen und wie wenig sie eigentlich über Polen wissen. Und das Wissen beschränkt sich auf einige wenige Sachen. Also kleines Beispiel, Berlin ist 100 Kilometer oder 120 von der Grenze. Alle waren sie in Ägypten, alle waren sie in Tunesien, in Spanien. Aber mal die 100 Kilometer rüber zu fahren, das ist für viele, viele wirklich noch schwarze Wand. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Klischees dann doch noch zementiert befestigt würden? Nein, weil ich diese Klischees und auch diese Figur, wenn man sich den anguckt, den Marek, mit der Hose, wie scheiße er einfach aussieht, obwohl er, ich finde, schon was Liebenswertes hat, aber diese Absurdität des Ganzen, dass, also wer das jetzt noch ernst nimmt, wer das wirklich für bare Münze nimmt, ja gut, ich meine, das kann ich nicht verhindern. Du hast ja dein eigenes Programm, du lädst aber schon prominente Comedians zu deiner eigenen großen Show, die auch besondere Hintergründe hat, nämlich anderen zu helfen. Könntest du zu diesen Projekten etwas erzählen? Warum engagierst du dich in dieser Arbeit? Also erstmal muss ich sagen, es ist eine wirklich Herzensangelegenheit von mir, diese Sache zu machen. Ich komme selbst aus ja nicht so ganz einfachen Verhältnissen. Ich bin mit sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater ist relativ früh verunglückt und wir hatten also keine einfache Kindheit. Und ich weiß aber, dass meine Probleme immer noch marginal sind zu den Problemen, die wir im Moment in unserer Gesellschaft haben. Und es ist eine Höllenarbeit, diese Sache aufzuziehen. Und ich bin jedem dankbar. Man muss sagen, die Comedians kommen aus ganz Deutschland und treten auch wirklich umsonst auf und wir spenden immer einen Großteil der Einnahmen. Ich bin sehr froh, dass ich das machen kann und solange ich auf der Bühne stehen werde, werde ich das jeden Monat machen. Das ist wirklich so mein Baby sozusagen. Du willst Leute unterhalten und du willst Leuten helfen. Welche Unterschiede siehst du daran? Also ich finde, wenn man Leute unterhält, dann hilft man ihnen auch ein bisschen. Man hilft ihnen vielleicht mal die Alltagssorgen zu vergessen, mal über einen Moment über andere Dinge nachzudenken und natürlich gibt es auch die andere Ebene Hilfe, sprich materielle Hilfe, weil es werden immer Gelder gebraucht für karitative Zwecke und ich möchte so viel spenden, wie es nur geht. Du bist
sehr erfolgreich in Deutschland. Was ist Erfolg für dich? Erfolg ist für mich, mit dem, was man macht, glücklich zu sein und andere Menschen damit zu begeistern. Und ich möchte einfach mit dem, was ich mache, ein bisschen Geld verdienen können und irgendwie versuchen, dass wir Deutsche und Polen uns besser verstehen. Wenn du die Möglichkeit bekommen hättest, die deutsch-polnischen Beziehungen oder auch generell die Menschenbeziehungen zu verbessern, was würdest du dann tun? Also ich muss erst mal sagen, dass es schon in den letzten Jahren etwas besser geworden ist. Dann kamen diese beiden verrückten Zwillinge mit Anhang und dann ist es so ein bisschen wieder abgekühlt. Aber ich sehe an den jungen Leuten, es findet ein Austausch statt, aber in der älteren Generation ist es immer noch auf beiden Seiten, möchte ich betonen, Vorbehalte. Und ich glaube, dass wir die nicht mehr so lösen können. Das wird nur passieren, denke ich, wenn diese Generation ausstirbt. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht nach Hautfarbe, nicht nach Herkunft von vornherein abgekanzelt werden. Natürlich ist es super, dass Polen haben die kulturelle Vielfalt, Deutsche haben kulturelle Vielfalt und wenn sich das vermischt, mein Gott, dann haben wir echt, kommen schöne Sachen bei raus, ja, aber positiv möchte ich das. Marek Fis tritt demnächst am 22. Juli im Theater des Lalutz in Berlin auf. Weitere Termine von Marek Fis finden Sie im Internet unter www.marek-fis.de. Mit Marek Fis sprach unser Korrespondent in Berlin, Arkadiusz Łuba.